Als FDP-Bundestagsfraktion wollen wir die Nachrichtendienste in Deutschland stärker kontrollieren und deshalb treten wir für die Einführung eines sogenannten parlamentarischen Nachrichtendienstbeauftragten ein. Dieser Beauftragte soll durch den ganzen Bundestag gewählt werden, auch unter Miteinbeziehung der Opposition, und er berichtet eben allen Abgeordneten, nicht nur einem kleinen Gremium. Dieser Beauftragte wird umfassende Rechte haben. Er hat jederzeitiges Zutrittsrecht in die Nachrichtendienste. Er kann sich alle Akten, alle Datenbanken, alle Verfahren anschauen. Er hat also eine sehr mächtige Position und ist unser Hilfsorgan für die Abgeordneten, um Verfehlungen, um Fehler in den Nachrichtendienstbehörden frühzeitig zu erkennen, bevor es entsprechend zu Versäumnissen kommt. Und deswegen wollen wir diesen Beauftragten einführen, damit wir besser kontrollieren können als Abgeordnete, was Geheimdienste tun, als es bisher war.